Übung Nummer 5. Spiralfeder nach oben zerdrücken. Was ist Spiralfeder nach oben zerdrücken? Spiralfeder nach oben zerdrücken ist eine Kräftigungsübung, genauso wie Spiralfeder nach unten zerdrücken. Wer hätte das gedacht? Und das ist genauso eine Übung, die auch wieder zeitlupenaktiv ist. Wie geht Spiralfeder nach oben zerdrücken? Ich mache das wieder mit der linken Hand vor. Man kann das alles auf die rechte Hand übertragen. Ich schlage zunächst wieder aus der gelösten Grundhaltung, die kennen wir jetzt schon, ein Cluster an, aus 5 Tönen gleichzeitig, im 5-Fingerraum. Jetzt stelle ich mir vor, dass ich eine entspannte Spiralfeder nach oben hin spanne mit meinem Daumen. Die Kraft, die ich dazu brauche, nimmt zum Ende hin ein wenig zu. Ich halte diese Spannung. Mein Arm bleibt gelöst. Die Schulter bleibt gelöst. Der Nacken ist entspannt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich genug gegengehalten habe gegen diese Spiralfeder, stelle ich mir vor, dass die Spannkraft der Feder meinen Daumen nach unten beschleunigt. Ein kleiner Gegenimpuls, ein winziger Rückschlag im Handgelenk und ich löse mein Handgelenk nochmal. Es darf bitte keine Druckspannung im Handgelenk entstehen. Die Sehnen, der ganze Muskelapparat sollte grundsätzlich gelöst bleiben. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Finger. Der zweite Finger zerdrückt langsam mit zunehmender Anstrengung. Die Spiralfeder nach oben hält ein wenig. Man spürt dabei, die Streckmuskulatur strengt sich an. Und die Spiralfeder beschleunigt den Finger. Entspannt nach unten. Schleudert den Finger nach unten. Der dritte Finger ist dran, streckt sich. Das fällt mir jetzt schon ein bisschen schwer, den dritten Finger zu strecken. Das ist nicht schlimm. Wenn was schwer fällt, ist das so. Man sollte um Gottes Willen nicht gegen eine Schwerfälligkeit krampfen oder mit Zwang arbeiten. Der vierte Finger tut sich sehr schwer. Das liegt daran, dass er keine eigene Sehne hat in Streckrichtung. Manch einer in der Vergangenheit, ich will keine Namen nennen, wusste das nicht und hat da eine Schlinge drum gebunden, dran gezogen, gezerrt und sich komplett die Hand ruiniert. Dann musste seine Ehefrau alles spielen, was er komponiert hat. Den Namen des betreffenden Komponisten. Und die Kommentare erraten. Der fünfte Finger ist wieder freier. Der hat eine eigene Sehne. Aber auch eine mit dem vierten zusammen. Und der vierte hat leider Gottes keine. Man kann nun den Weg auch wieder zurückgehen. Aber damit das Video nicht ganz so lang wird, ersparen wir uns das jetzt. Also den Weg vom fünften zum Daumen wieder zurück. Dann hat man ein bisschen andere Kombinationen aus den Spannungen von vorher und die darauf folgenden. Was bringt Feder nach oben zerdrücken? Nun, das ist eigentlich ziemlich einfach. Die Kraft der Beuger und der Strecker im Unterarm ist diejenige Kraft, die wir brauchen, um die Finger auf die Tasten zu beschleunigen. Nun könnte man fragen, warum brauchen wir eigentlich die Strecker? Das einleuchtendste Beispiel ist eigentlich der Triller. Wenn man trillert, muss man schnell die Finger auf die Taste zubewegen.
Wenn sich nun also die Kräfte nach unten summieren und wir können sie nicht nach oben ausbalancieren, also quasi aufheben, dann bleibt der Triller stecken. Es passiert also quasi das. Die Streckmuskulatur hat nicht die Kraft, nicht die Schnellkraft außerdem, die Kräfte, die sich nach unten summieren, nach oben hin wieder auszugleichen. Wir müssen ja mit dem Finger schnell und kraftvoll auch nach oben, um wieder nach unten zu kommen. Außerdem gibt es genügend Studien mittlerweile, die belegen, dass eine ausgeglichene Kraftverteilung zwischen Streckmuskulatur und Beugemuskulatur die wesentlich gleichmäßigeren Tonleitern, Skalen sind Tonleitern, Alberti-Bässe etc. Figuren hervorbringt. Also, das ist, was Feder nach oben zerdrücken hauptsächlich bringt. Es stärkt die Streckmuskulatur im Unterarm, die die Finger nach oben bewegt. Viel Freude beim Federn zerdrücken. Nach oben.